haben wir heute. Nein. Wer war das? Kennst du den? Nein, aber der mich. Oh. So. So, wir haben Segelregatta. Segelregatta in Saint-Tropez. Ja. Wie heißt sie? La Voile. La Voile, das Segel. Guck mal, vor uns steht schon ein großer Segler. La Voile. Perfektes Kaiserwetter heute wieder. Ja, unvorstellbar. Extra, haben wir eben eingeschmissen. Gibt es in Saint-Tropez, wenn man reinkommt auf der rechten Seite einen Automaten, schmeißt man 5 Euro rein. Natürlich nur als Münze geht das. Und dann kann man sich das Wetter aussuchen, wie man es gerne hätte. Die Frage ist nur, wo kriegt man die Münze her? Ja, so, Leute. Jetzt sind wir fast da. Fast. Steht fast. Ein schöner Segler. Wir haben eine Überraschung für euch. Carmen sieht heute ganz verändert aus. Carmen ist heute eine Rockerbraut. Gleich später. Hi. Na, Robert. Und wie ist es ohne Kinder? Ja, ohne Kinder ist einsam. Kein Geschrei, keiner zankt sich, nichts ist los. Aber trotzdem gehen wir jetzt, logischerweise, aber nach 1 Uhr mittlerweile, Mittagessen. Wo? In Saint-Tropez. Genau. Bei wem? Club 55. So sieht's aus. Jetzt geht's los. Mangiare. Kinder sind in Barcelona, ne? Und wir gehen jetzt im Club 55 eine Paella essen. Ja, die haben sie wahrscheinlich heute verkaufsoffenen Samstag und können viel Geld ausgeben. Müssen wir also danach, wenn sie wiederkommen, in jedem Fall Kreditkarte kontrollieren. Fahr oder bleib stehen? Okay, dann bleib ich stehen. So geht das hier. Ja, da kommt doch Carmen. Alles gut? Alles Beste. Okay. Also, dafür sollst du anders sein. Ich vermisse so unendlich meine Kinder. Tja, das ist so. Heute gehe ich durch den Leben, Alter. Dann bin ich nur schlecht. Ich gehe natürlich auch Mittagessen, ja. Und ohne Kinder sind wir natürlich heute nur zu zweit, aber wir haben Gott sei Dank Freunde dabei. Jetzt bin ich ganz allein am Tisch. Jetzt Mangiare. Außen rum, was immer ist gefolgt. Nein, da hinten. Mega Wetter. Also das ist hier der legendäre Strand, Club 55. Und voll. Also jetzt bin ich in Barcelona mit Shania und ja, hier sind wir beim Arc de Triomphe von Barcelona. Und da ist jetzt, keine Ahnung, wie dieses Gebäude heißt. Aber ja, es ist das erste Mal, dass wir alleine sind und es macht echt Spaß. Aber wir vermissen Mama und Papa sehr. Also hier sind wir beim Gaudi-Gebäude und das soll eins von den besten Gebäuden sein in ganz Barcelona. Und ich meine, der sieht auch sehr schön aus, wenn du die anderen Gebäude hier siehst. Und ja, ganz viele Farben hat der. Also wir gehen jetzt in den ersten Geschäft rein. Okay, also wir sind gerade beim Escape Room. Hallo. Hallo, Chassis.
Und wir gehen jetzt mal ein Escape Room machen. Also jetzt sind wir auf dem Weg nach Monaco. Wir sind gerade beim Flughafen. Okay. Ich denke, ich kann Und Herr Geis, wo geht's hin? Ja, heute Abend machen wir mal was ganz Außergewöhnliches. Außergewöhnlich, was kann außergewöhnlich sein? Wir gehen nicht feiern, wir gehen nicht auf eine Party. Ja, am Ende des Tages gehen wir einfach nur essen. Was soll man anders machen? Oh, das ist aber langweilig. Das ist der Samstagabend, wir gehen essen, weil Table Dance Verbot. Nackte Frauen anschauen, darf ich heute nicht. Das Einzige, was wir heute machen können, ist essen gehen mit der Frau. Ja, aber du kannst ja auf Instagram gucken, was die nackten Frauen so alles Schönes tun. Ja, das tue ich ja jeden Tag. Auf Instagram läuft's, da habe ich Erlaubnis zu gucken, weil gucken darf ich, berühren geht nicht. Das heißt also, heute Abend ist Essen mit der Frau angesagt. Nennt sich Candlelight Dinner. Ohne nackte Frauen. Oh mein aber Gott. Vielleicht können wir ab und zu mal auf Instagram gucken, was Neues gibt. Ja, finde ich auch. Das ist eine sehr gute Idee. Darf ich auch mal gucken? Ja, du kannst auch gucken. Mir das scheißegal, was du machst. Jetzt stehen wir auch noch im Stau hier. Kannst du das vorstellen? Hier Stau. Kannst du nicht mal dafür sorgen, dass das hier funktioniert? Nee. Wie soll ich das machen, Robert? Okay, meine Kontaktlinsen sind schief. Stopp! Ah, nee, ich will aber nicht. Stopp! Okay. Aber spinnst du? Was? Nein. Robert, du bist schon ein bisschen verrückt, oder? Nein, das ist ein bisschen, ne? Du bist total bescheuert. Also, und die Kinder sind in Barcelona, ja? Ich weiß nicht, wo sie sind. Du hast gesagt, sind in Barcelona. Ah, okay. Du bist ja auch der Checker. Ja, der Checker vom Neckar. Ja. Ja. Da haben wir ja was. Oh! Gemeinsam. Endlich einer checken. Komm, hör doch auf zu filmen. Bist du bescheuert oder was? Ja, doch, ich möchte gucken. Nein. Doch. Ich möchte nicht mehr gefilmt werden. Doch, mach doch. Nein, ich möchte der Öffentlichkeit nicht zeigen, was ich mache. Also sehen die gleich, dass ich in die Hose gemacht habe oder was? Hey, jetzt kommt der Türsteher wieder hier. Hey, ja, hier. Raus, du musst gucken. So, okay. Jetzt meint der Wunders mit dem jetzt sag doch bitte, hin. Wir gehen in ein schönes Restaurant essen. Ja, jetzt gehen wir in ein schönes Restaurant essen, sagt Carmen. Ja. Wir wissen nicht, ob es schön ist, aber es ist selten. Warum steht da jetzt hier der Affe? Robert, gute Nacht. Ja, Carmen, das Schlabberlätzchen an. Ja. Back to the roots. So, nein, also die Kinder sind zum Glück gelandet. Und das ist jetzt unser letztes Mittagessen alleine ohne Kinder. Ich freue mich auf jeden Fall, die gleich zu sehen. Oder? Ja, hier sind wir im öffentlichen. Schön. Das ist viel. Sieht sehr gut aus. Danach kann ich meine neue Masse, ne? Neue Nägel. Das ist aber schlecht, aber ein teures Essen. Ja. Du bist jetzt mit Robert, was? Ja, ich weiß. Du bist mit Robert, was? Wow. Mir aber zu teuer, das Essen. Warum? Nägel kosten doch bestimmt 100 Euro. Hättest du nicht besser ein Fischi essen? Hatte ich keinen Hunger noch. Ich wollte einfach heute mal Muscheln essen. Aber sie sind sehr, sehr gut. Sehr gut. Hat es geschmeckt? Ich mache die Nägel. Gut. Geht noch? Naja. Geht ab? Nein, alles gut. War nur zu viel. Das Lätzchen ist auch dreckig geworden. Ne? Das T-Shirt wird sie jetzt weggemacht. Ja, deswegen habe ich ein Lätzchen bekommen.
Gut, sehr gut. Hast du auch gut gegessen? Ja. No. Gut. Ja, jetzt sind die Kinder schon da. Oder so. Wie war euer Wochenende? Ja. Ja? Oh, hast du den Jogginganzug an? 16. Und kein Heimweh? Nein. Nee? Nein. Schatz, was ist das denn? Kein Heimweh? Kein Heimweh mehr. Hol die Ware rein, Karl. Was? Habt ihr Hunger? So. So ist das. Erste Wochenende alleine in Barcelona. Kommt das Paket, habt ihr gebacken? Habt ihr gebacken? Gut, sehr gut. Hallo liebe Followers, wenn euch unsere Videos gefallen, dann könnt ihr uns auf jeden Fall auch weitersehen. Nämlich ihr könnt uns jetzt hier und da abonnieren und hier direkt unser neues Video sehen. Was machst du denn da, Kam? Was gibt's da denn da schon wieder? Der Mann, der kann. Ich Kannst sage mir erklären? Ich sage unseren Followers, dass sie uns, wenn sie uns gerne weitersehen möchten, hier abonnieren können und dort, hier unten. Und dort wieder unser Video sehen können. Und ich finde, das lohnt sich. Aber wenn Carmen das sagt, dann ist da schon was Wahres dran. Also viel Spaß. Viel Spaß.